Komponenten heißen. Hier wäre es das E. So. E. Und drücken Add. Okay, da hat es nicht geklappt. Dann gucken wir hier. F. G. Oder ihr geht hier. So würde es auch gehen. Also einfach den Buchstaben kopieren, falls die ganzen Buchstaben, wo dann da erscheinen, nicht klappen. So. Dann können wir das Programm jetzt schließen. Nein. Fahren es hoch. So. Beim PMD-Editor ist es das fast dasselbe. Add. Suchen wieder. Also halt. Drauf. Und ihr seht, aber manchmal macht er da Komplikationen. Mache ich Test. Speichere es ab, schließe es. Öffne es wieder. Gebe die Maße nochmal ein. 1. 1. So. Ah, wichtig ist auch, wenn ihr das habt, speichert es dann als, ich benutze, um die Bilder zu öffnen, IrvinWeave. Das könnte sein, dass Windows 10 da so eigene Bearbeitungsbilderprogramme habt und speichert es als PNG ab. Dann wählt ihr das aus, geht auf Edit, auf Vertex-V und D. Ja, wir wollen es. So, jetzt hat er das soweit gemacht und jetzt ist ein bisschen Feingefühl mit dem Verschieben. Soweit hat es geklappt. So. Um es zu vergrößern, gehen wir auf Edit. Auf System, Sidechains Tool und geben ein 0.1,5. So. Dann 0,3.
machen das ein bisschen schmäler. Wenn es da beim Teilen ein Problem gibt, geht man einfach auf Mode. Wie? So, jetzt haben wir zwei Flügel und wir tun sie ein bisschen verschieben. Jetzt haben wir das. Wenn ihr Effekte noch drauf wollt, gibt es wunderbare Texturen. Das geht aber nur beim PMX Editor. Und zwar da müsst ihr aber auch noch ein bisschen rumexperimentieren, was perfekt dazu passt. Das würde zum Beispiel nicht gut passen. Dann gehen wir auf Bounce, aktivieren alles und machen Delete, löschen. In diesem Fall, da es ja eine Rückenpartie ist, zoomen wir bei unserem Model. Die Benennung für den Rücken.
Das wäre in diesem Fall hier die 11. So, dann speichern wir das erstmal ab. Um das zu testen, tun wir es unseren Model anziehen. Speichern das als Test. So, wir haben es. Jetzt nehmen wir eine Motion zum Testen. Und wie ihr seht,